Du bist hier. Klasse. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet, auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist! Ach, diese Nervensäge! Da ist er. Viel Glück. Was machst du hier? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünftklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von, was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja, wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was mit ihr passiert ist? Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Hol Sebastian. Ich warte hier. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben! Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Verrätst du es? Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Incendio! Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich war. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous.
Siehst du nicht, wie romantisch das alles ist? Wir zwei sind der Stoff, aus dem die Gedichte sind. Die Inspiration für tausend Reime. Confringo! Hier passiert irgendwas? Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Dunkle, unheilvolle Gänge. Die liebe ich ja. Kein Kommentar. Ach komm schon, der war gut. Eine verschlossene Tür. Wir sollten uns umsehen. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß, sie war meine Tante. Du wusstest es? Nichts gesagt? Reparo! Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Die Stimme ist uralt. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parsemund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parsemund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parsesprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Glaube mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es klappt! Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben uns beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich... Vergiss es. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Salazar wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Revelio! Confringo! Revelio! Die Feuerschale. Sie ging an. Confringo! Hier ist Konzentration gefragt. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Revelio! Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Arme Tante Noctua. Den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Gute Arbeit. Noch ein Tor. Slytherin trieb wohl gerne Spielchen. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Revelio.
Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Noch eins? Nicht gerade gastfreundlich, was? Jede Scheibe ist kniffliger als die letzte, aber wir haben es so weit geschafft. Gib nicht auf! Hat jede Scheibe unterschiedliche Geschwindigkeiten und Symbole? Revelio! Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du meintest, du weißt, was zu tun ist? Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatusfluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous' Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous, ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatusfluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will.
Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich! Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte, du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Ich will den Fluch lernen. Am besten wirke ich ihn auf dich. Na gut, wenn du das möchtest, um den Zauber zu wirken, hebe deinen Zauberstab und sage laut und deutlich Crucio. Halte so lange durch, wie du kannst. Bereit. Schmerz. Ich hätte alles getan, damit er aufhört. Aber ich werde es überleben. Gehen wir weiter. Wir haben es geschafft. Revelio. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. Sebastian, Ominous, hier drüben ist dein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue, es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Ich will nicht gehen. Aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Revelio. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Revelio.
sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont.
geschafft. Was haben Sie jetzt vor?